Es ist der 31. Dezember 2017, Silvester. Ich sitze in einem Bus, der mich vom Flughafen zu meinem Hostel in Hongkong bringen soll. Und ich versuche zu weinen. Ein alter Mann guckt mich besorgt an. Mir ist gerade mein Koffer aus der Gepäckablage auf meinen Arm gefallen, den ich mir zuvor in China gebrochen hatte. Jetzt tut er wieder weh. Und ich habe irgendwie so ein Pochen am Arm und ich muss die ganze Zeit schlucken. Mir ist ein bisschen schlecht und ich habe Angst. Angst, dass meine Reise zu Ende geht, bevor sie erst richtig angefangen hat. Draußen sehe ich Kräne, Container und ein paar Schiffe. Der Blick auf den Hafen wird langsam ersetzt durch die Palmen und Neonzeichen der Stadt. Der alte Mann sagt mir dann, dass ich beim nächsten Stopp raus muss. Und ich ziehe meinen viel zu schweren Koffer aus der Gepäckablage und der Bus kommt abrupt zum Halten und ich verliere beinahe meine Balance. Dann öffnen sich die Türen und feuchte Luft mit fremden Gerüchen begrüßt mich. Und ich muss lächeln, denn ich bin woanders. Am besten fange ich nochmal von vorne an. Vor 2 Jahren habe ich mein Abi gemacht. Das Problem war nur, ich mit Abitur. Es war genauso wie ich ohne. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Nur hatte ich plötzlich dieses Gefühl, dass ich jetzt so langsam eine Ahnung haben sollte. Und das machte mir zuerst Angst, weil tatsächlich stand mir alles offen, außer Sachen mit NC zu studieren. Also dachte ich mir, ich schmeiß mich gegen die Welt und dann soll es irgendwie weitergehen. Wohin wusste ich eben nicht. Nur dass ich viele Fragen hatte und ich hoffte da draußen meine Antworten zu finden. Wie so eine kleine Pinballkugel oder wenn ihr es Flipper nennen wollt, wollte ich mich so ins Ungewisse abschießen und dann einfach gucken, was passiert. Wobei so ganz stimmt es auch nicht, weil mein erstes Ziel, das wusste ich schon. Genauer gesagt wusste ich das schon, seit ich Batman Begins geguckt hatte. In meinem Hochbett, wo ich mich vor der Welt verkrümelte und Bücher und Comics las, wuchsen die ersten absurden Ideen, die dann immer und immer konkreter wurden, bis ich wusste, meine Geschichte sollte so anfangen wie die von meinem Helden. Also musste ich in die Berge Chinas und bei so einem richtigen Meister Kung Fu lernen. Na klar. Ich ging los, ohne ein schwarzes Cape oder ein cooles Batmobil, sondern mit meiner Naivität und Dickköpfigkeit als Rüstung gegen das Böse und Fernweh als Motivation. Ich bin am Ende 11 Monate gereist, ich bin zwischendurch auch in Indien gelandet, wo ich auf so einer Dorfschule kleinen Kindern so ein bisschen versucht habe, Englisch und Kunst beizubringen. Und am Ende war ich noch auf so einer kleinen Farm in Schottland, wo ich mich ehrlich gesagt so einsam gefühlt habe wie noch nie in meinem Leben. Dabei ist mir so einiges passiert. Ich habe auf meinem Hinflug sofort mein Gepäck verloren. Dann in China bei einem Kickbox-Match habe ich mir meinen linken Arm gebrochen und dann nochmal so ein halbes Mal da vorne im Bus. Ich habe auch ziemlich viel Tee aus kleinen Tassen getrunken und mir wurden mehlige, schrumpelige Äpfel von sehr freundlichen, aber auch ein bisschen schrumpeligen Mönchen geschenkt. Ich bin ziemlich gut darin geworden, große Elefanten für kleine Kinder mit Kreide an die Tafel zu malen. Und ich habe den 7. schwarzen Gürtel im Kakerlaken totschlagen. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ich habe auch einige Tage damit verbracht, ein Dach anzustreichen in Schottland und bin auch mal von der Leiter gefallen und habe mich ziemlich mit roter Farbe eingesaut. Aber das ist nicht das Einzige, was ich mir beigebracht habe. Am meisten habe ich wirklich über das Leben und mich selber gelernt. Und da vielleicht einige von euch mal auch auf so eine größere Reise gehen wollen, dachte ich, ich bringe euch die mal mit, meine Erkenntnisse. Warum reisen ist wichtiger als wohin? Bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin, hatte ich nur dieses Gefühl, ich muss irgendwie raus aus Berlin. Ich kann nicht mehr in derselben Suppe mit denselben Leuten rumschwimmen. Ich hatte Fernweh und ich wollte Abenteuer erleben, die ich davor in Filmen gesehen hatte. Nach der Hälfte der Zeit habe ich aber gemerkt, dass ich auch vor Entscheidungen, die in Berlin auf mich warteten, weggelaufen bin. Also sowas wie, will ich studieren? Was soll ich studieren? Wo will ich wohnen? Weiter bei meinen Eltern? Oder sollte ich langsam mal ausziehen, irgendwie in der WG? Und ich wollte nicht mehr zurück nach Hause. Und das ist eigentlich der falsche Grund zu verreisen. Und deswegen finde ich es gut, sich vorher aufzuschreiben, was einen wirklich bewegt. Und vielleicht nach einem Monat wieder raufzugucken, vielleicht in ein Tagebuch. Und dann gucken, wie man dazu steht. Meine Fragen waren, was ist der Sinn? Gemeine Frage. Und wie leben andere Menschen und was macht mich glücklich?
Ich habe auf meiner Reise viele andere ältere Leute auch gefunden, die sich mit ähnlichen Fragen rumgequält haben, und es gab mir eine Sicherheit. Ich muss nicht sofort Antworten finden. Aber bei eurer Reise, vielleicht habt ihr andere Gründe, und ihr müsst auch nicht so lange reisen, nicht ein Jahr, auch nicht ein halbes Jahr, wenn ihr wollt, gar nicht. Aber wenn ihr reisen geht, dann überlegt euch vielleicht ein bisschen mehr über das Warum und das Wohin, das ergibt sich sowieso schon. Alleine reisen bringt mehr als mit Freunden. Für mich stand von vornherein fest, dass ich alleine reisen würde und dass ich wollte einfach mein eigenes Ding machen. Und das, ich fand das auch dann wirklich gut, weil ich dann eine Pause von meiner alten sozialen Rolle nehmen konnte. Ich konnte mal ganz wer anders sein. Urlaub von mir selber nehmen. Einfach existieren, ohne bewertet zu werden oder kommentiert. Das war besonders für mich. Ich hatte die Möglichkeit, mich ganz anders zu verhalten als zuvor im Leben. Durch diesen neuen Kontext hat mich Freiheit. Ich konnte auch dumme Sachen machen, wie mir zum Beispiel die Haare abrasieren oder eine Woche nicht duschen, und ich war immer noch okay so. Niemand hätte sich gewundert und gesagt, Mensch, Paul, so kennen wir dich doch gar nicht. Und klar war es manchmal einsam, alleine am Flughafen zu übernachten oder in einem Krankenhaus zu sein, wo einen wirklich kein Schwein versteht. Aber es hat mich auch gezwungen, mich mehr auf meine Umwelt einzulassen. Also ich musste ja um Hilfe fragen oder wo geht's lang. Ich konnte mich halt nicht mit meinen Freunden abgrenzen, weil ich alleine war. Und deswegen gönnt euch diese Momente des Reisens einfach ganz für euch alleine. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Die echte Reise beginnt da, wo es anfängt, weh zu tun. Mir sind viele Missgeschicke passiert auf meiner Reise. Ich war manchmal in fremden Ländern ohne Geld, weil meine Kreditkarte gesperrt war, oder ich lag einfach eine Woche flach, weil ich irgendwas gegessen hatte, was mir nicht so gut bekommen ist. Und ich musste auch in Krankenhäusern mich mit Händen und Füßen verständigen, zum Beispiel darüber, dass ich für den Röntgenscan gerne so eine Bleiweste haben wollte, so, weil in manchen Gegenden von China, da halten die, glaube ich, radioaktive Strahlung für so real wie wir den Weihnachtsmann und die Zahnfee. Und in dem Moment war das nicht besonders angenehm, aber wenn ich mich jetzt zurückerinnere, dann bin ich deswegen irgendwie mehr. Also ich kann aus diesen Erinnerungen sozusagen Kraft schöpfen für die Zukunft. Und da wären wir auch schon beim wichtigsten Punkt. Die Reise zu sich selbst führt immer über andere. Als ich zum Beispiel mit einem Iren und einem Franzosen auf einer kleinen Insel in Hongkong nachts am Strand Bier trank und wir uns unsere tiefsten Geheimnisse und Wünsche erzählen konnten, weil wir am nächsten Tag sowieso getrennte Wege gehen würden. Ich lernte, dass man manchmal mit Fremden ehrlicher ist und sich auch näher kommt als mit seinen besten Freunden. Die Arbeit in Indien war manchmal ziemlich hart, weil es echt heiß war und ich keinerlei pädagogische Vorerfahrung hatte. Also habe ich den Kindern einmal Tusche mitgebracht, und das ist was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, weil eins von den kleinsten Mädchen, die ist total auf Tusche abgegangen. Also die hat so ein bisschen mit den Farben angefangen zu malen und die hat sich so gefreut und war so glücklich. Also ja, da war ich irgendwie auch ganz glücklich und dann dachte ich so, ja, hier bin ich nicht falsch, so irgendwie gehöre ich hier vielleicht doch hin, ich weiß es nicht. Auch bei dem Meister in China habe ich auch was gelernt, nämlich der hat mir diese komplexen Bewegungen des Kung-Fus immer wieder wiederholt, hat er sie mir gezeigt, konzentriert, und das hat bei mir ehrlich gesagt auch ziemlich lange gedauert, ein paar Monate sogar. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, was es heißt, wirklich geduldig zu sein. Und wenn man was Neues lernen will, dann kann man seinen Stolz wirklich ganz hinten anstellen und am besten begraben. Nach meinem ersten Kickbox-Match sind ich und mein Gegner uns so in die Arme gefallen und wir haben uns beglückwünscht wirklich. Und er humpelnd, ich hatte so ein bisschen eine blutige Nase und halt diesen kaputten Arm, aber wir haben beide richtig gegrinst, weil ich habe einfach gelernt, so, was es heißt, sich so den Respekt von jemand anderem zu erarbeiten, und zwar gegenseitig. Und das war sehr besonders. All diese zufälligen Begegnungen gaben mir so ein bisschen diese Gewissheit, dass ich vor den Entscheidungen zu Hause keine Angst zu haben brauchte, sondern dass ich mich schon auf dem richtigen Weg befand und dass ich nur weiterlaufen musste, um dahin zu kommen, wo ich hin will, wo auch immer das sein wird. Und es überträgt sich super aufs Leben, auch wenn man das jetzt mit Pinball zum Beispiel vergleicht. Also es reicht so ein ganz kleiner Anschuss wirklich und ihr seid diese Kugel, und es ergeben sich schon wieder unendlich neue Möglichkeiten. Und lieber einfach loslegen, als zu lange rumzuplanen, würde ich euch an dieser Stelle raten. Weil am Anfang habt ihr vielleicht ein klares Ziel oder denkt es, aber ihr kommt durcheinander und ihr müsst euch neu ausrichten. Ihr werdet neue Menschen treffen und euch verirren und verloren gehen, aber ihr werdet auch schöne Erfahrungen machen und euch wieder entscheiden. Und wenn die Kugel mal zwischen diesen beiden Armen so nervig durchrutscht, könnt ihr euch einfach eine neue nehmen und dann geht die nächste Reise los.